So, und damit herzlich willkommen zurück zu Undying. Ja, und ich würde mal sagen, wir tigern auch gleich mal los, denn wir wollen ja in die U-Bahn-Station. Da kennen wir ja so ein bisschen schon. Ich will mal kurz schauen, was wir in die Storage-Box mal reinladen können. Wir müssen nämlich da einiges reinladen. Ich packe mal erstmal das Material rein. Store all. Können wir ein bisschen mehr? Upgrade, select, sort. Warte mal, sort? Was können wir denn sortieren? Achso, ich dachte, das können wir sortieren. Schade. So, erstmal alles weg. Store. Wir packen erstmal alles, was wir nicht primär mitnehmen müssen. Starch. Das lassen wir auch mal da. Trinken nehmen wir mit. Bis auf das. Das lassen wir hier. Bandage nehmen wir mit. Canned Meat nehmen wir mit. Bear Trap. Lassen wir auch erstmal nochmal hier, weil ich nicht weiß, ob wir die tatsächlich unterwegs brauchen. Unterwegs ja eher nicht. Also unterwegs brauchen wir einen Baseballschläger und wir brauchen was zu trinken. So. There are almost no mats now. Ja gut, okay. Dann lass uns mal los. We need to explore the subway thoroughly. Find something to drink. Code use, handling use. Watering use. Handling. Okay, 53. Wie schaut's mit Cody denn aus? Er ist aber halb voll mit Wasser, halb voll Essen. Ja, gut, okay. Frage ist, wo müssen wir lang. Cody, lass mich mal kurz vorbei. Wo müssen wir eigentlich lang? Ich muss mal eben schauen. Ich denke mal, wir müssen Richtung. Wir müssen sicherlich Richtung Straße, weil hier ist ja einfach nur. Ja, okay, guck mal nicht weiter. Okay, dann müssen wir doch auf der anderen Seite raus. Ganz schön laut. Obwohl, es geht eigentlich noch. So, schauen wir mal weiter. Wir müssen los. Wir müssen schon 18.30 Uhr. Tag 2. Ah, verdammt. Es ist einfach zu spät, ne, normalerweise. Ja, dann sonst lass uns noch ein bisschen Material holen und bis nächsten Tag warten. Das ist ganz schön laut. Also mal ein Ticken leiser. Zumindest mir kommt das sehr, sehr, sehr laut vor. Lass uns mal ein bisschen rumluden. So, hold to unlock. Aber das wird nix. So, nehmen wir erstmal alles mit. Erstmal alles einsammeln. Hier können wir nichts machen, da können wir auch nichts machen. Weil das ist nämlich schon 18 Uhr und ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt losziehen, so kurz vor Nachteinbruch, weil da sehen wir eh nichts. Hold Gasoline. Ne, Gasoline, das bringt uns gerade nichts. Ich würde mal sagen, wir gucken uns an. Oh la 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 la. So, das ist equipped. Oh, ne, Cody wollte ich natürlich nicht hauen. Praktisch ist, dass ich sie hauen kann. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. So, Cody. Ah, sehr schön. Alles nehmen. Da kommen wir nicht bei. Das ist auch alles kaputt. Hier kommen wir nicht rein. Sehr, sehr schade. Ah. Hold Cody. Achso, ja. Right Trigger. Hier hoch. Wir können nicht tatsächlich hoch. Okay. Cody fix. Wir kommen da, glaube ich, nicht. Wir kommen da nicht an ihn ran da oben. Ach so, nee, wir brauchen irgendwie. Genau, wir brauchen hier. Stand er ja gerade. Wir brauchen irgendwie so ein Brett oder sowas, das wir gegenlegen können. Ich weiß nicht, ob man da einfach so eine Palette oder sowas murksen kann. Das war vielleicht nicht ganz so schlau, oder?
So, Old Newspaper, nehmen wir erstmal mit. Auch alles mit. Ah, Foto. Old Photo, the back, was? The back says Mary's 12th birthday, also das heißt Mary's 12. Geburtstag. Steht auf der Rückseite, Familienfoto. Sieht sehr glücklich aus. Ah, oh, das ist noch aus glücklichen Zeiten. Oh. Okay, wir müssen mal schauen, wie das ist mit der Gesundheit von Mutti. Ach, siehst du, das ist mich das. Okay, siehst du, wir müssen mich dringend nach Hause. Das habe ich mir schon fast gedacht. Komm, lass uns mal nach Hause. Komm, Cody! Wir müssen weg. Ich muss nach Hause. Ich bin nämlich fast im Moors. Also ich. Nicht du. Also wir müssen wieder schlafen. Wir sind wieder völlig fertig. Ich weiß. Ja, Weakness started. Ja, ich weiß. Weakness started. Wir müssen schlafen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir am letzten Tag so viel gemacht haben. Anscheinend. Ich muss jetzt mal ein bisschen... Ratzen. Schlafen. Dann können wir uns erstmal wieder ein bisschen ausruhen. Schlafen. Ah, oh, oh, sehr gut. Und dann müssen wir sehen, dass wir nächsten Tag gleich hurtig. It was a quiet night. No zombies inside. Inside. Also, okay. Du musst was trinken, Cody. Beziehungsweise auch was essen, natürlich. Wie kann ich denn. Achso, nee, Moment. Genau, warte mal. Ich gebe mal plus 20 Cody Use. So, dann geht es ihm, glaube ich, einen Ticken besser. Wir müssen dann jetzt auch was essen. Ist das Empty? Achso, Empty Bottle. Cody Use. Dann geht es ihm auch da ein bisschen besser. Und dann nehmen wir auch noch selber ein bisschen was. Nehmen wir erstmal selber Endling Use. Das ist tatsächlich nicht. So. Machen wir Endling. 29. Ach ja, steht ja auch mal daneben, die Zahl. Müssen ein bisschen sparen. So, dann sortieren wir uns nochmal ganz kurz aus. Das, was wir nicht mitnehmen müssen, lassen wir alles hier. Also auch Klamotten und sowas. Lassen wir alles gleich da. Und wir lassen den Schweinekram auch hier. Alles hier. Store all. All. Die Flaschen lassen wir natürlich auch hier. Die müssen wir wahrscheinlich nochmal befüllen wieder. Store. Achso, hier können wir sortieren. Ich dachte, wir können auch bei uns. Können wir auch hier sortieren? Hier geht's leider nicht. Drop. Hier können wir nur droppen. Das ist ja auch blöd. So, Cody Skills. Survival können wir machen. Right Trigger. Achso, weil wir das schon einen gemacht haben. Track it. So, was müssen wir denn machen bei Survival? Teach Cody unlock jammed locked doors, cases or other objects. Crafting. Let Cody craft 15 cloth strips. Teach Cody make 8 food items. Teach Cody fix home or yard facilities. Hm. Ja, okay. Na gut, wir müssen jetzt los. Wir müssen jetzt erstmal zur U-Bahn. Das ist ja alles nichts, weil da brauchen wir sicherlich auch ein Weilchen hin. So, ich weiß nicht, wo wir hingehen müssen. Ich glaube, wir können das einfach hier... Okay, wir müssen hier hin. Go to city. 5:18, eine Stunde Zeit. Unexplored. Okay, Subway. Dann müssen wir dort irgendwie die U-Bahn finden. Looks like things have calmed down quite a bit after the earthquake. Also es hat anscheinend ein Erdbeben gegeben und es hat sich wohl alles ein bisschen beruhigt in der Zwischenzeit. Things are still lingering through. Let's carefully head to the subway. Ja, also wir müssen also vorsichtig auf dem Weg zur U-Bahn sein. So, da steht auch nochmal das, was wir gerade quasi gesehen haben. Dieses Achtungssymbol. Ne? Also wenn es rot ist, dann ist er auf uns getriggert. Und gelb würde dann bedeuten, dass wir einen Zombie sehen, aber der Zombie uns nicht sieht. Okay, das ist auch schon mal interessant zu wissen. So, was haben wir da? Haben wir wieder ein bisschen was zum Sammeln. Ach, Trash Bin. Na, komm mal bitte mit. Ja, komm mal, hier ist Subway. Da gehen wir gleich mal. Cody, komm mit. Komm mal, wir gehen gleich runter in Subway. Sind wir ja schon da. Ich dachte, der Weg wäre wesentlich weiter. Ich dachte, wir müssen uns erstmal noch hier quer noch durch die Stadt durchwursteln.
Search the subway. Search the subway to find information on the emergency attraction. Extraction, nicht Attraction. So, da ist nichts weiter. Ich. Achso, ich muss noch durch. Pick. Journal entry. That was the hardest thing I ever had to do. I'm sorry I had to leave you like that. Okay, das ist ein Abschied, so eine Art Abschiedsbrief. Also das ist das Schlimmste, was ich je tun musste. Und es tut mir sehr leid, dass ich es tun musste. Ich bin mir nicht sicher, was sie wollten with me. Sean, what they want with me and they have need me to go. But I don't have a good feeling about it. I think my past is catching up with me. I don't know what to do. Klingt für mich fast so, als wenn er... Wenn da irgendjemand zu irgendwas... Das ist Jacob? Annie, are you asleep? Annie, schläfst du schon? Nein, ich bin wach, was ist los? Annie, es tut mir leid, aber ich muss leider gehen. Was, wieso? Das Militär hat mich gefragt, ob ich ihnen helfen kann. Das gibt halt so viele Verletzte und sie nehmen mich dann halt am nächsten Morgen mit. Bud, ja genau, Bud, aber du kannst es nicht. Aber du kannst es nicht einfach so verlassen. Es ist gefährlich da draußen. Was ist, wenn irgendwas passiert? Ja, du bist hier sicher. Du hast halt die besten Soldaten, die dich halt schützen. Mach dir keine Sorgen über mich. Keine Sorgen um mich. Ich bin halt ein Arzt und ich kenne die Risiken. Es wird alles gut gehen. Aber die Evakuierung ist in ein paar Tagen. Kannst du nicht einfach mit uns gehen? Annie, alles wird gut werden. Once I'm done, also wenn ich erstmal fertig bin. They'll send me straight to you. Also die werden mich direkt zu dir senden, also wenn er fertig ist mit seiner Arbeit. I will be like we're never apart, right? Ich werde nie weit weg sein. Ich denke mal, das ist... Look, I need to leave early in the morning. Das heißt, ich werde früh am Morgen wird er los müssen. Ich werde halt Cody vermissen. Kannst du ihm erklären, was mit mir los ist, beziehungsweise wo ich halt hingegangen bin. Und sag ihm, dass Vater ihn liebt. Ich lasse es ihn wissen. Es wird spät. Lass uns ein bisschen schlafen. Und ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Okay, also das war quasi so der letzte Abend. Und das ist noch der Brief von ihm? Na, mir geht es gut. The dark down here. Let's search carefully. Ja, es ist hier sehr dunkel. Wir müssen halt sehr vorsichtig suchen. Weil hier werden ja sicherlich einige Zombies sein. Und vor allem, wir müssen gucken, dass wir dann auch rechtzeitig entweder nach Hause kommen oder hier einen Schlafplatz finden. Weil ansonsten wird das schwierig. Oh. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. So, wieder Kekse und ein bisschen Scrap. Das ist gut. Ah, okay. List of Evacuees. Also Liste der Flüchtigen. William Phillips, Sam Murray, Emma Davids, Jacob Moore, deployed to Medicrew. Okay, das ist Jacob Moore, das ist unser Ehemann, also beziehungsweise von Annie. Und er wurde eben halt zur medizinischen Crew, zum medizinischen Team dazu gezogen. Anling Chan Moore, ja okay, da sind wir die Ehefrau. Cody Moore ist klar, unser Junge. Rachel Simonson, Christian Clare und Sean Richardson. Okay, lass uns mal hier hinten weiter gucken. Ich werde mal selber suchen. So, Alkohol. Alkohol ist gut. Können wir uns gleich reindrücken. Schön Alkohol. So, hier ist nichts. Vielleicht kriegen wir noch eine Schusswaffe. Obwohl, Schusswaffen sind auch wieder nicht so gut. Ah, Zombie sagt. Oh, nicht gut. Warum kann ich denn den Ling unequip? Und können wir das irgendwie reparieren oder so? Select back, one-handed weapon. Ah. Mutter, du blutest. Es ist nichts los, Cody. Es ist nur ein Kratzer. Scheiße. Das ist eine Menge Blut. Alles ist gut. Mama geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Machen wir das Erste. Tut es weh? War das eine Frage oder was? Okay.
Your answer made Cody feel better. Achso, okay. Also damit können wir auch Cody beeinflussen, indem wir ihm bestimmte Antworten geben. Das ist ja auch nett. Anführungszeichen nett. Hier können wir nicht bei. Das ist eine gebrochene Rampe. Verstehe. Okay. Ist natürlich, ist blöd natürlich mit einem Baseballschläger. Ich hätte ganz gerne eine Crowbar. Was ich. Oh, warte mal. Cloth Strips. Können wir uns damit irgendwie heilen? Handling Use. Okay, da können wir uns ein bisschen hochheilen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr schön. Das ist nice. Okay, was haben wir hier noch? Pick. Nightwatch Shifts, also die Nachtschicht halt. Die Nachtwache. Mein Gott. Brandon, Sophie, Jake, Brandon, Michael, Brandon, Sophie, Phil, Sophie. Hm. Okay. Liste der Leute, die Nachtschicht hatte. Da ganz gerne runter. Da ist nämlich irgendwas zu essen, glaube ich. Aber dafür brauchen wir Bretter, wie es aussieht, ne? Ja, zwei Bretter. Wo kriegen wir Bretter denn her? Eine Palette hätte ich ja gesagt, aber nee. Der Gerät sagt nein. Hier kommen wir auch nicht runter. Da kommen wir auch nicht lang. Blöde ist natürlich, dass man einen Baseball schlägt, aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Wir haben keine andere Wahl. Und ist nur ein Toter. Oh, warte, da ist noch was. Cody. Komm, Cody. Dim. Da ist noch ein bisschen was zum Verkloppen hier. Pick up. So, Ending Equip. Können wir. Oh, gut's Nächtle. Ah. Cody, alles gut. Normalerweise müsste sich schon fast an die Zombies gewöhnt haben. Oder was haben wir hier? Bandage, das ist nett. Oh, hier ist auch noch ein Zettel. Page from a diary, also aus dem Tagebuch. Dear diary, we have been in the refugee camp for a month and tomorrow is the day we will finally be evacuated out. Just my luck that I would be in the camp that would be extracted last. Oh well, I'm finding it hard to go to sleep. I'm just too excited about tomorrow. I can't wait to see my friends and family again, but it's going to be weird. Not leaving here anymore through. I've been here for whole life. Hopefully I'll be able to come back one day. Ja, okay, also er schreibt, oder sie, weiß ich jetzt nicht, steht er ja auch gar nicht. Einfach nur aus seinem Tagebuch. Ja, da war jemand eben halt auf der Flucht und schreibt dann halt rein, sodass er am nächsten Tag evakuiert wird aus diesem Flüchtlingscamp und sich auf der einen Seite halt eben freut. Auf der anderen Seite eben mal aber auch nicht, weil er eben im letzten Camp ist, was evakuiert wird. Was evakuiert wird und sein ganzes Leben hier gelebt hat. Und deswegen eben halt aufgeregt ist und nicht so richtig weiß, was los ist. Da ist eine Karte, würde ich mal sagen, dass wir die brauchen können. Ich finde das gut, dass wir die Zombies durch die Türen erschlagen können. Das ist immer ganz nice. So, dann haben wir noch die Camp-Regeln. Evacuees must sleep in their assigned tent. Also jeder Überlebende, beziehungsweise jeder der Flüchtigen, muss eben halt in seinem eigenen Zelt schlafen. No evacuees can leave the subway under any circumstances, unless directly ordered to by the military staff. Also niemand hat eben halt die U-Bahn zu verlassen, es sei denn, es wird vom Militär entsprechend befohlen. Can only eat their assigned, also auch für die Überlebenden gibt es eben nur eine gewisse Menge an Essen. No seconds, there is only a limited amount of food. Okay, es gibt halt nur eine bestimmte Menge an Essen, deswegen wird es entsprechend zugeteilt. Und alle Kinder must be accompanied by an adult at all times. Okay, das heißt also, Kinder müssen auch jederzeit von ihren Erwachsenen oder von den Erwachsenen entsprechend. Oh, wir müssen ihm was zu essen geben. So. Geben wir ihm gleich mal noch diese zweite Dose, würde ich sagen.
Oder ein paar Kekse. Wir geben ihn nochmal hier. So. Cody Hughes. So, bitteschön. Zu futtern. Schaut bei uns aus. Wir haben auch nur 16. Also müssen wir auch was futtern. So lange. Scheiße. Ling Hughes. Okay. So, Klamotten. So, warte mal, können wir hier irgendwas draus machen? Select. Wir droppen nicht Cody Skills. Können wir daraus irgendwie was machen? Select. Upgrade. Backpack Upgrade. Können wir leider gerade jetzt nichts daraus machen. Cloth Strips. Ich würde mal sagen, aus den Dingen können wir Cloth Strips machen. I want to wear, but the material can be used to make bandages. Ja, genau, das ist nämlich das Ding. Aber wie? Upgrade. Ach so, okay. Können wir das Upgrade machen? Ja, sollten wir erstmal Holz und ein paar Klamotten nochmal sammeln. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, wie schaut es hier aus? Da kommen wir nicht ran. Scheiße. Wir brauchen unbedingt so einen Kuhfuß. Cody, wo bleibst du? Komm. Nicht trödeln. Wir müssen weiter. Also, wir müssen doch vielleicht eher hier hin oben. Ah, was ist das? Cloth Straps. Mal ran, Cody. Da sind nämlich diese komischen Bretter. Ah, müssen wir vielleicht auch noch gleich holen. So, Emergency Extraction Plans. Also das waren die Notfallpläne. In the case an evacuation has failed, an emergency extraction will be deployed. The emergency extraction will take place on XXX92 at the Vencage Prison. Zum Knast. Okay. Das ist es. Haben wir es gefunden? Ja, there will be an emergency extraction taking place on, which is in 57 days. Okay, das heißt also, wir haben jetzt einen neuen Ort gefunden, wo wir halt flüchten können. In 57 Tagen ist es soweit. Und es sieht so aus, als wenn wir halt zum Knast müssen, zum Gefängnis müssen. Da ist das ein Gefängnis? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist, it's not close by, es ist also nicht mal eben um die Ecke. Wir brauchen auf jeden Fall ein Auto. Was ist mit Papas Car? Können wir das reparieren? Mit Papas Car, was ist mit Papas Auto? Können wir das reparieren? Das ist eine sehr gute Idee, Cody. Let's head back home, also lass uns nach Hause. Lass uns das Auto mal checken und mal gucken, ob wir es reparieren können. There's also a supermarket, das ist eben so ein Supermarkt in der Nähe. Das könnte ein guter Platz sein, oder den wir checken können, um vielleicht Autoteile zu finden. Okay. Okay. Wie fühlst du dich, Cody? We are going to get out here. Wir müssen hier raus. A picture of a woman. Wow, she's beautiful. They look so happy. I wonder if life never returned to normal. Also sie sehen halt so glücklich aus und sie fragt sich, ob das irgendwann mal wieder Normalität wird. Cody, komm. Der Trödel aber auch mal rum. Meine Güte. So, da sind auf jeden Fall Bretter. Die müssen wir uns nochmal holen. Dann können wir nämlich vielleicht nämlich nochmal da hinten hin. Cody, kommst du? Schön wäre es natürlich gewesen, nochmal eine Crowbar zu finden. Aber irgendwie, nee. Scheint uns das nicht vergönnt zu sein. So, sehr schön. Wie nur ein Brett. Nein, wir brauchen zwei. Wir brauchen zwei Bretter. Oder wir müssen nochmal wiederkommen. Scheiße, wir müssen wahrscheinlich echt nochmal wiederkommen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Crowbar. Aber da hier ist auch nichts weiter, ne? Hier ist wirklich gar nichts. Hier oben ist nichts. So, wir haben es schon wie 21 Uhr. Oh, alter Schwede. Wir müssen, glaube ich, so langsam nach Hause. Können die, glaube ich, nicht pennen. Um 22 Uhr wird sie wahrscheinlich wieder Probleme kriegen. Lass uns mal schnell nach Hause laufen. Hat so viel Zeit gebraucht. Okay, lass uns mal in die Richtung. Supermarkt, nee, wir gehen erstmal nach Hause. Aber diesmal brauchen wir keine Zeit, das ist merkwürdig. Ach, okay, dann sind wir direkt zu Hause. Okay, sehr schön. Lass uns mal das Auto angucken. Was wir fixen können, was wir für Teile brauchen wollen. Ah, let's take another look at you. Lass uns mal gucken.
Ja, wie ich schon dachte, das wird eine Menge Arbeit werden. Können wir es reparieren? Ich denke schon. Wir brauchen nur eben halt ein paar Ressourcen. Cody, you ready to help Mama to fix? Würdest du mir helfen, Papas Auto zu reparieren? Ja, natürlich, Mama. Natürlich. Ist doch klar. So, fix. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen. Ich schreibe mir das mal eben auf, weil ich nicht weiß, ob wir das unterwegs angucken können. Also 10 Metallplatten. Metallplatten. Wir brauchen 2 Metal Parts. Metallteile. Und wir brauchen Gasolin viermal. Also Benzin viermal. Benzin 4. Geht eigentlich noch, wie ich finde. Vor allem, ich glaube, wir hatten sogar noch Metallplatten. Hier brauchen wir. Oh, das können wir auch. Upgraden. Track it. And link Cody. Needs to learn a new skill. Okay, dann machen wir das halt. Aber ich denke mal, die Werkbank werden wir auf jeden Fall brauchen. Operate. Was können wir hier machen? Oh, wir können Crowbar bauen. Geil. Sehr nice. Und wir können eine Plank bauen. Da auch sehr nice. Kann er das machen? Er ist Craftsman 2. Wir gleich mal ein bisschen pennen gehen. So, davon brauchen wir 2 Stück. Not enough material. Ich glaube, wir sollen jetzt mal ratzen gehen, oder? Hier noch. Hatten wir nicht noch irgendwo Metallplatten? So, und wir konnten hier ja auch nochmal upgraden. Take out, take out. Das nehmen wir nochmal, take out. Und Holz brauchten wir, glaube ich, auch noch. Dann können wir nämlich, glaube ich, unser Backpack nämlich upgraden. Ja, genau, siehst du? Jeden Fall ein bisschen mehr Platz, wie es aussieht. Upgraded Reinforced Backpack. Dann brauchen wir Clothes Strips für Metal Plates, brauchen wir dafür, Wood brauchen wir dafür. So, wie können wir ihm jetzt noch ein bisschen was beibringen, genau, beibringen. Teach Cody fix home or yard facilities. Also er soll irgendwie 2 Sachen reparieren innerhalb des Haushalts oder eben halt im Garten. And teach Cody to make 8 food items at the footbench. Ja, footbench müssen wir auch noch reparieren. Haben wir, was ist das hier, broken? Recycle. Dafür brauchen wir nochmal eine zweite Planke und Metall. Aber wir brauchen echt viel Metall, ne? Das ist natürlich. Au, wir müssen schlafen. 23 Uhr. Beziehungsweise kurz vor 0 Uhr scheint es immer das Problem zu geben. 0 Uhr scheint immer so eine Deadline zu sein, weil wir dann bis um 8 Uhr pennen schlafen sollen. So. Und dann würde ich doch mal sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Break. Es war wieder eine ruhige Nacht, keine Zombies in Sicht. Sehr schön. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Also macht die Tut. Bis denn. Tschüss.